Heute kümmern wir uns ja um dieses einfache, schnelle Gericht mit Brokkoli und Burrata. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja wieder unter dem Video in der Infobox. Ich habe hier noch ein Geräusch hinter mir, und zwar da koche ich jetzt die Nudeln ab. Ich gebe jetzt erstmal hier etwas Öl in den Topf. Da schwitzen wir jetzt nämlich erstmal kurz Zwiebel und Knoblauch an. Dann geben wir dazu Brokkoli. Ach Gott, ich habe das ja noch gar nicht ausgemacht. Ihr könnt ihr natürlich auch ganz lassen oder das später pürieren, je nachdem, wie man halt die Soße haben will. Dann lösche ich das Ganze auch schon ab mit Gemüsebrühe und mit etwas Kochsahne. Dann geben wir dazu Salz, Pfeffer, Muskatnuss, jetzt gebe ich noch etwas Nudelwasser dazu, eine Schöpfkelle, und zu unserer Soße kommen jetzt einmal die abgekochten Nudeln. Dann haben wir hier unseren Burrata. Lecker, lecker, lecker. Dann gebe ich noch ein paar Chiliflocken oben drauf. Und ganz bisschen Olivenöl. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Mal gespannt, ob ich das hier hinkriege, ohne alles voll zu kleckern. Mmh. So, so lecker, so, so cremig. Also ich kann nichts weiter sagen, außer natürlich, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!